Hallo und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 20. Oh mein Gott, eine 2 steht vorne. Das ist alleine schon eine Premiere für sich. Also wenn ich das jetzt auch nicht durchziehen kann bis zum 24. Ich habe es geschafft bis 20. Und ich fühle mich tatsächlich genauso kaputt, wie ich gerade aussehe. In den letzten 20 Minuten ist meine Haut irgendwie total rot geworden. Das ist manchmal so, das ist ganz komisch. Wirklich, wenn meine Knöchel kalt werden, dann kriege ich ein rotes Gesicht. Ja, macht mit der Information, was ihr wollt. So, wir färben heute meine Haare. Also ihr helft mir dabei, ne? Ihr müsst gleich die Farbe halten und den Pinsel und was weiß ich nicht alles. Und ich dachte, damit ich Timo ein bisschen wieder mit dem Schnitt und mit dem ganzen Workload ein bisschen entlasten kann, machen wir wieder so ein bisschen so ein One-Taker. Also diese Folge wird jetzt ein bisschen entspannter. Falls ihr irgendwas zu tun habt, sowas wie Wäsche aufhängen, den Boden wischen, dann könnt ihr das jetzt perfekt machen. Packt euch Kopfhörer rein oder guckt das auf dem Fernseher und dann ist das für euch ein kleines Haartutorial. Ich habe das schon öfter gemacht, falls ihr das schon mal gesehen habt. Das ist irgendwie so ein Standardding, dass ich mich beim Haarefärben filme. Wir sehen genug perfekte Influencer. Also da kann ich doch jetzt rotwangig mal eine Abwechslung sein. So, ich benutze sonst immer Sios Dunkelbraun. Heute probiere ich mal Sios Schwarz. Keine Ahnung, ob mir das stehen wird, aber ich hatte mal Bock ein bisschen auf Veränderung. Und wenn ich gerade in so einem Laden bin, wir waren heute shoppen, und wenn ich dort bin, dann sehen meine Haare immer so ganz komisch fleckig aus. Also ich habe bis hier dunkel und ab da dann hell. Und ja, so im Alltag stört es mich nicht, aber wenn ich mich dann bei richtig hellem Licht sehe, nee, das muss ich nicht mehr haben. Und ich hatte eine Zeit lang schwarze Haare. Ich habe dann immer so einen leichten Schneewittchen-Vibe. Und das probieren wir heute mal aus. Und damit wir auch so ein richtiges Thema haben, über das wir sprechen können, beziehungsweise ich sage immer wir, aber worüber ich sprechen kann, sind 10 Dinge, die ich in 2023 bereue. Mir ist das alles auch manchmal zu positiv hier auf dem Kanal. Wisst ihr schreibt mir so nette Kommentare. Ich habe das Gefühl, Vlogmas ist ein voller Erfolg bei euch gewesen. Jetzt nicht von Zahlen und wie viel Geld man damit verdient. Da ist Adventskalender wirklich, Adventskalender auspacken, 100-mal lukrativer. Aber wenn man daran so, also wenn man an die Kommentare und so, wenn ich die sehe, dann denke ich, nee, das macht doch Spaß hier, die Leute sind da. Und ja, ich finde es total toll, wie ihr mich supportet und wie ihr mich anfeuert, dass das dieses Jahr endlich mal was wird mit dem Vlogmas. Ehrlich gesagt habe ich aber auch irgendwie gedacht, naja, irgendwie darf es ja auch nicht werden. Ne? Irgendwie müssen wir das jetzt hier vorzeitig abbrechen, damit das auch noch real bleibt. Und jetzt geht es auch schon ran an den Speck. Dinge, die ich 2023 bereut habe. Nummer 1. Ja, Nummer 1 ist jetzt nicht etwas, was ich wirklich bereuen kann, weil ich nicht so viel Schuld habe. Aber beziehungsweise doch, ich bereue es, so viel FOMO-Gefühl zu haben. Ich bin jemand, von dem ich dachte, dass ich gar nicht so unter FOMO leide. Also falls ihr nicht wisst, was das heißt, Fear of Missing Out. Also die Angst davor, etwas zu verpassen. Und ich dachte, ich bin jetzt nicht so eine Person. Ich musste aber mit dem Deichbrand-Festival merken, doch, ich kann richtig FOMO haben. Dieses Jahr hatte ich halt nicht so Schuld daran. Also ich habe es nicht entschieden, nicht aufs Deichbrand zu gehen. Sondern ich hatte es ganz normal geplant dahin. Und alles war schon organisiert. Wir kriegen ja immer diese Isle of Content, wo wir geschützt, in einem geschützten Rahmen schlafen können, ohne dass wir zum Beispiel jetzt mit jedem Zeltnachbar Fotos machen müssen oder ja können. Das ist immer so witzig, wenn die Leute halt fragen oder sagen, ja, wieso kriegen diese Influencer diesen extra Bereich? Also, dass da so ein paar, also dass da zum Beispiel Zelte schon vorher stehen und so, das ist halt mega nett einfach. Und das, ganz ehrlich, jeder würde das mit Handkuss annehmen. Warum aber so ein extra Bereich halt gut ist, ist, dass wir halt auch dort sein können. Wir übernehmen Marketing für das Deichbrand. Da freuen die sich, weil dann sparen die sich halt die Poster, die sie dann irgendwo an Wänden kleben, sondern dann machen sie das durch uns. Und genau, und wir können da halt in einem geschützten Rahmen sein. So, ich fange mal mit meinem Ansatz an, ne? Naja, und dann war ich jetzt
dieses Jahr auch wieder eingeladen und hatte schon alles geplant, mit Freunden dahin zu fahren, pipapo. Und dann ist mir einfach 5 Tage vorher oder 6 Tage vorher der Blinddarm. Der hat sich entzündet und ich lag im Krankenhaus, wurde operiert. Und irgendwie war ich relativ schnell wieder fit und wusste die ganze Zeit nicht, fahre ich nicht. Ich wusste halt schon, dass ich halt keinen Alkohol trinken werde und halt total aufpassen muss. Aber ich hatte halt so frische Wunden, dass das auf keinen Fall klar gegangen wäre. Und das wäre viel zu gefährlich gewesen, wenn da einer im Konzert so einmal reingeditscht wäre. Dann hätte ich mir da irgendwas aufgerissen. Ja, und deswegen habe ich dann meine Freunde die Plätze übergeben. Also die sind dann alle ohne mich gefahren. Das war total nett, dass das Deichbrand halt die dann trotzdem noch genommen hat. Also ich meine, wir hatten das Zelt und die hätten jetzt auch nicht so schnell Ersatz finden können, aber trotzdem, es war mega nett. Also ich liebe auch immer noch die Stories von meiner Schulfreundin. Also es ist wirklich eine Freundin von damals, nicht Anni, meine Managerin. Die ist das ja schon gewohnt, diese fancy Geschichten. Mit ihr war ich ja auch zum Beispiel in Las Vegas. Also ich glaube, für sie ist das mittlerweile auch irgendwo normal. Aber meine Schulfreundin aus alten Zeiten, alten Tagen, die, für die war das völlig neu. Und oh, ich habe es so geliebt, ihre Reaktion die ganze Zeit zu bekommen. Und dann habe ich immer so Sprachnachrichten oder Fotos bekommen. Und dann waren die immer total happy. Und waren so, oh mein Gott, Vanessa, das ist so krass hier und so. Das war schon cool. Aber was ich halt bereue, ist, dass ich halt so FOMO ganze Zeit gefühlt habe und das nicht einfach akzeptieren konnte. Und ich weiß nicht, wie man das lernt oder wie man da an sich arbeiten kann, aber ich wäre gerne mehr akzeptierend gewesen über die Situation und nicht so, ja, also ich habe mich echt scheiße teilweise gefühlt, weil ich ganze Zeit irgendwie dann doch geguckt habe, ah, was machen die, oh, jetzt haben die das und oh, jetzt ist das so und da, da, da. Und ich hätte mir das Leben halt einfach viel leichter gemacht, hätte ich einfach von Sekunde 1 an akzeptiert. Ich habe auch die ganze Zeit versucht, irgendwie noch hin und her zu drucksen und zu sagen, ha, vielleicht komme ich ja doch mit und bis zum letzten Tag habe ich es mir so schwer gemacht. Und das würde ich gerne nicht mehr machen in Zukunft. Wenn das Schicksal etwas entscheidet, möchte ich das Schicksal annehmen. Egal, wie schwierig es ist oder wie nervig. Also glaubt mir, ich habe in meinem Leben schon schwierige Schicksalsschläge gehabt als das. Aber irgendwie, wenn es dann um das Thema FOMO ging und halt dieses, oh, alle haben Spaß und ich nicht, da war ich dann doch schon richtig. Habe ich mich einfach blöd gefühlt. Ich habe mich ganz auch irgendwie über mich selbst geärgert. Und für 2024 drücke ich meine Daumen so fest, dass das nicht nochmal passiert. Denn ich fahre nächstes Jahr wieder aufs Deichbrand. Und wisst ihr, wer da sein wird? Nina Tschuba. Und ich freue mich da extrem drauf. Sie haben auch zurzeit einen Adventskalender. Und in ihrem Adventskalender geben sie jeden Tag Preis, welcher Künstler, welche Künstlerin auftreten wird nächstes Jahr. Also checkt auf jeden Fall mal diesen Adventskalender aus auf der Deichbrand-Seite. Und übrigens, Leute, ich habe keinen Rabattcode, aber ich kann 2 Tickets verlosen. Und ich möchte die richtig schnell verlosen. Und deswegen habt ihr ab jetzt 24 Stunden Zeit auf Instagram. Da gibt es einen neuen Post von mir. 2 Deichbrandkarten zu gewinnen. Ich habe sie auch da, die liegen. Die liegen nur im Wohnzimmer. Ich zeige sie später vielleicht nochmal. Genau, das ist keine bezahlte Werbung oder so. Aber das Deichbrand ist einfach mein absolutes Lieblingsfestival, vielleicht weil ich auch aus dem Norden komme. Und die letzten Jahre war das schon so cool, dass ja, ich die gerne supporte. Und ja, ich werde halt eingeladen. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für mich. Ich bin ja auch froh, wenn ich dann was zurückgeben kann. Gell? Also geht nach dem Video rüber auf Instagram oder geht jetzt kurz, aber kommt bitte wieder. Wenn ihr YouTube Premium habt, dann könnt ihr YouTube schließen, meine Stimme weiterhören und dann auf eine andere App gehen. Also falls ihr noch nicht YouTube Premium habt, Leute, gönnt euch. Wurden aber jetzt teurer. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich könnte nie wieder zurück. Also wenn ich mit einem anderen Account auf YouTube bin, dann sehe ich immer erst, wie anstrengend Werbung ist. Ich kenne das halt gar nicht mehr, weil ich glaube, ich seit 2 Jahren YouTube Premium habe. Und da ich selber so viel YouTube gucke und mir irgendwann gesagt, scheiße, das muss ich schnell wegmachen,
Reden und arbeiten, das ist keine gute Idee. Da ich auch Spotify habe und dafür auch einen Zehner im Monat gebe und halt auch Musik und Podcast so ein bisschen höre, dachte ich so, ey, ich bin so viel auf YouTube. Ich gucke jeden Tag und das Einzige, was mich von YouTube Premium abgehalten war einfach, dass ich das von früher nicht gewohnt war, für YouTube zu bezahlen. Aber ich möchte keinen Tag wieder zurück. Timo hat irgendwann sein YouTube Premium gekündigt, weil er sich halt auch dachte, gut, dann spart er sich das ein. Der hat sich das nach 2 Monaten wieder geholt. Weil man einfach die Werbung, das hält doch keiner aus. Das ist doch, also ich freue mich natürlich, ne? Durch die Werbung wird mein Leben finanziert und so kann ich meine Videos machen. Aber trotzdem, YouTube Premium wäre halt besser. Und wenn man mit YouTube Premium bei einem Videos schaut, dann kriege ich auch was davon. Also das ist nicht schlecht. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn man es sich nicht leisten kann. Also gerade zur Zeit, das ist also das, da verlange ich von niemandem, dass er nochmal extra 12 Euro für YouTube Premium ausgibt. Ich hätte einen Vorschlag, GEZ günstiger machen und jedem YouTube Premium gönnen. Das wäre doch toll. Ich glaube, da würde sich die meiste junge Zielgruppe drüber freuen, wenn sie ihr GEZ in YouTube Premium umtauschen dürften. Sachen, die ich bereue. Als Nummer 2, was ich in 2023 bereut habe. Ich habe ja Skifahren gelernt, habt ihr ja alle gesehen. Und Monte hatte dieses Skifahr-Event. Wisst ihr, in welcher Halle ich Skifahren gelernt habe? Ich hatte ja ein Video gepostet, da habe ich mit Samira zusammen meine erste Skistunde gehabt. Das war in der Skihalle Bisping. Wo ist Montes Event? In der Skihalle Bisping. Und ich bereue es so sehr, nicht irgendwie über 3 Ecken mich auf dieses Event mitzusneaken. Also halt irgendwie an Monte ranzukommen und ihn zu fragen, ob ich da auch hinkommen darf. Und also bestimmt war das auch ein tolles Event und so, aber ich hätte so Lust gehabt, als Full Circle Moment einfach auf diesem Event Ski zu fahren, weil ich dann nochmal gucken könnte, wie kann ich jetzt Ski fahren und wie viel besser bin ich geworden als zum letzten Mal. Es muss sich ja extrem verbessert haben, weil ich in der Schweiz ja auch noch so viel gefahren bin und irgendwann dort halt richtig gut fahren konnte, also meiner Meinung nach. Und ja, ich glaube, das hätte halt richtig cool werden können. Und ich wäre im Hintergrund einfach die ganze Zeit Ski gefahren, während da alle im Livestream irgendwelche Sachen reden. Ja, da habe ich mich geärgert. Und dann hatte ich auch halt voll FOMO. Dann habe ich immer wieder auf dieses Event geschalten und dachte immer so, oh Mann, ich will da Ski fahren. Ist ja auch total cool, weil die ja diese Skihalle für sich hatten. Was lerne ich daraus für 2024? Nicht viel. Mich mehr auf Influencer-Events sneaken, wenn ich nicht eingeladen bin. Ich bin ja schon bei viel eingeladen. Aber in dieser ganzen Streamer, YouTube, Streamer, Monte, Seven Worlds Wild Community, da bin ich gar nicht drin. Ich gehöre halt noch zu den Oldschool-YouTubern, sag ich mal, obwohl da waren auch viele Oldschool-YouTuber. Ich weiß nicht, ich bin da überhaupt nicht in der Konecke drin. Ich muss mal wieder ein bisschen networken und socializen. Es kann doch nicht sein, dass ich seit 5 Jahren keine neuen Leute kennengelernt habe. Obwohl, Sally habe ich kennengelernt. Und bei der, spoiler ich mal, bin ich jetzt... Ja, übermorgen bin ich bei Sally. Erstmal überlegen. Und wir drehen aber für ihren Kanal Sachen, die aber erst viel später kommen. Ey, das Schwarz ist blau. Oh. Meine ganze Stirn wird voll sein. Oh, eine Geschichte. Ich sag keine Details, aber ich hatte dieses Jahr eine Geschichte. Da war mein Stolz so im Weg, dass ich eine so krasse Gelegenheit einfach weggeworfen habe, weil mein Stolz gekränkt war. Ich sag nicht, ich gebe gar keine Hinweise oder sonst was. Ich möchte auch nicht, dass da rumgeraten wird. Das Einzige, was ich halt sagen kann, ist, ich habe mich so dumm verhalten. Und habe dadurch einfach total die Chance verpasst auf etwas richtig Cooles. Einfach nur, weil mein Stolz im Weg war. Und in dem Moment dachte ich wirklich, ich bin im Recht und das ist schon gerechtfertigt, wie ich mich fühle. Und wirklich eine Woche später habe ich es so bereut, weil dann dieses Stolzgefühl weg war und alles, was geblieben war, ist diese ewige Leere.
Naja, einfach das Gefühl von meine Fresse, bist du dumm. Und das, boah, das mag ich ja gar nicht, ne? Andere enttäuschen ist okay für mich. Mich selber enttäuschen geht gar nicht. Wenn ich andere enttäusche, denke ich immer so, ja komm, hab mal bitte nicht zu hohe Erwartungen. Wenn ich mich selber enttäusche, ja, ich habe zu hohe Erwartungen an mich selbst. Und wenn ich mich dann selbst enttäusche, dann... Puh. Ja, und das möchte ich in 2024 besser machen. Da möchte ich einfach meinen Stolz auch mal runterschlucken und auch mal Sachen machen oder sagen, die ich dann vielleicht, wo ich dann vielleicht lieber gemeckert hätte oder halt trotzig gewesen wäre. Trotzigkeit nicht in 24. Tomatengesicht, absolut ja. Boah, guck mal, das ist richtig, als ob ich so einen Sekt getrunken hätte. Aber das habe ich so selten. Natürlich aber dann, wenn ich drehe. Ohne Make-up. Abends um 10. Aber das ist die beste Zeit, um seine Haare zu färben. 10 Uhr. Wenn man es geplant früher macht, dann hat man sein Leben zu sehr unter Kontrolle. Nummer 4, was ich dieses Jahr bereue, dass ich noch nicht mit meinem Podcast angefangen habe. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, aber vor vier oder fünf Jahren, habe ich schon mal einen Podcast aufgenommen und ich hatte schon so 4 Folgen mit jemand anderem zusammen. Und aus irgendeinem Grund habe ich es danach einfach nicht mehr gefühlt. Ich kann aber im besten Willen nicht sagen, warum ich es nicht, also wirklich gar keinen Plan, warum ich das nicht gefühlt habe. Ich habe es einfach irgendwie dann nicht mehr gefühlt und kam mir dann irgendwie blöd vor und dachte irgendwie, nee, dieser Podcast, das ist es nicht so. Hab danach irgendwie nicht mehr wirklich dieses Thema aufgerollt. Doch so seit 2 Jahren denke ich die ganze Zeit, komm, ey, probier's doch einmal. Das ist mein größtes Hobby, wenn man mich fragen würde, das ist sich unterhalten. Ich liebe es zu reden. Also auch vor allem mit anderen sich zu unterhalten. Und es gibt so Leute, da, ich habe das Gefühl, kennt ihr das, wenn Menschen in irgendwas in euch raustriggern? Ich habe so in meinem Leben immer wieder Leute kennengelernt. Zum Beispiel Annika ist so eine Person. Wenn ich mit Annika, also Annikation, mich unterhalte, dann fühle ich mich immer so richtig angespornt, irgendwie funny Sprüche zu sagen und irgendwas rauszuhauen. Und bin so richtig, meine kreativen Nervenzellen werden so richtig angeheizt. Und ich, baller so einen Spruch nach dem anderen raus. Nicht, dass die alle super lustig sind, aber ich merke auf jeden Fall, da habe ich immer so richtig Motivation, lustige Sachen zu sagen. Und solche Menschen habe ich übers Leben immer wieder kennengelernt. Und mit so einer Person hätte ich dann halt auch gerne einen Podcast, wo ich mich so gechallenged fühle, lustig sein zu wollen. Also nicht, dass ein Podcast immer lustig sein muss, aber wenn ich einen Podcast mache, dann will ich schon gemischtes Hack Konkurrenz machen. Und fest und flauschig. Aber gemischtes Hack finde ich gar nicht mehr so gut. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde, gemischtes Hack wird gerade wieder ein bisschen besser. Ich gebe immer noch nicht auf. Aber irgendwie stimmt die Dynamik zwischen Tommy und Felix gar nicht mehr. Das war eine Zeit lang unerträglich, fand ich, wie Felix da irgendwie ihn als so nicht lustig dargestellt hat und wie Tommy dann... Aber auch irgendwie, der wirkte eine Zeit lang traurig und beleidigt so im Unterton. Als ob der auch schon aufgegeben hätte, sich gegen Felix da anzulehnen. Mir fällt das Wort nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, die hatten so ein Krisengespräch. Ich vermute, die hatten so ein Krisengespräch und Tommy hat so gesagt, ey, wenn du nicht aufhörst, immer dich über mich lustig zu machen und mich so schlecht zu machen und mir so ein schlechtes Gefühl zu geben, Bruder, dann kann ich den Podcast nicht mehr weitermachen. Ich schwör. Und dann hat Felix gesagt so, ey, Bruder, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verrannt, aber ich gebe mir Mühe. Ja, dann hat er gesagt, danke, Bruder. Ja, so ist das Gespräch ungefähr abgelaufen, falls ihr euch wundert. Ey, dass aus dieser Farbe blau, also auf meinem Kopf blau und dann schwarz wird, das ist Magie. Leute, wartet nicht auf euren Hogwarts-Brief. Die Magie passiert vor euren Augen. Ihr seht's nur nicht. Verschließt euch nicht davor. Merkt man eigentlich, dass es schon 22 Uhr ist? Ich glaube schon. Nummer 5 der Dinge, die ich bereue in 2023. Und der Punkt ist ein bisschen unangenehm. Ich will nicht, dass ihr es in den falschen Hals kriegt, weil ich... Und andererseits muss ich mich da auch nicht so rechtfertigen. Aber ich habe mir schon vorgenommen, dass ich in
2023 nicht so häufig Alkohol trinke. Also, und wenn wir trinken, dass ich schneller mein Limit merke. Also eigentlich wollte ich halt 2023 überhaupt keinen Kater mehr haben, weil, und das weiß ich ja selber, ich bin eine Person mit Anxiety, ich sollte eigentlich keinen Alkohol trinken. Deswegen versuche ich das halt schon in Maßen zu halten, aber ich habe mir mittlerweile halt auch Kaffee weggenommen und so. Und irgendwie will ich halt noch ein paar Sachen behalten, auch wenn Alkohol jetzt nicht der gesündeste Aspekt im Leben ist. Ja, gehört es irgendwie schon in mein Leben auf jeden Fall dazu. Viele Leute können ja einfach gar nicht trinken und das ist ja auch völlig fein. Aber ich hätte gerne mein Vorhaben in die Tat umgesetzt und halt keinen Kater gehabt. Und die Häufigkeit, also die habe ich eigentlich ganz gut gemeistert, aber ich dachte, so in manchen Phasen, ja, hätte man sich auch zurückhalten können. Nur, was ich mir für 2024 definitiv vornehme, ist halt wirklich das mit dem Kater sein zu lassen. Ich habe das mit Timo jetzt während Vlogmas so gut hinbekommen, immer mal wieder was zu trinken, aber halt so viel, dass das wirklich komplett am nächsten Tag nichts ausmacht und man sich vielleicht ein bisschen müde fühlt, weil man bis eins wach war, aber nicht verkatert oder irgendwie, ja, so zerstört vom Vorabend. Ja, das feiere ich gar nicht mehr. Und ich mag das auch überhaupt nicht, wenn wir das dann halt an diesem Punkt sind. Ja. Und da bereue ich das, dass ich es 2023 nicht geschafft habe. Oh, diese Flasche. Das nervt mich am meisten. Nummer 6 regt mich auch. Da fühle ich richtig das Bereuen. Ach, da ärgere ich mich so. Also wir waren ja jetzt ja für Vlogmas in der Schweiz und in Mailand. Und da waren wir auch mit Jopoda und so. Also da hatten wir auch quasi gearbeitet. Ich will bei Arbeit... Nee, egal. Ja, doch, Vlogmas ist echt harte Arbeit. In meiner Planung war das so, ja, und dann fahren wir in die Schweiz und dann fahren wir nach Mailand. Oh, das wird ja alles so toll. Ja, es ist Arbeit. Auch wenn es alles nach Spaß aussieht und so und es ja auch wirklich Spaß macht, es ist Arbeit. Aber davor waren wir dieses Jahr kein Mal weg und haben nichts gemacht. Und das lag auf meiner Kappe, weil ich halt die ganze Zeit meinte, ja, hey, wir haben noch die Wohnung gekauft und es wäre doch bescheuert, jetzt in diesem Jahr, in dem wir in die Wohnung ziehen, halt noch einen Urlaub zu machen. Wir müssen auf das Geld achten. Und irgendwie, also mit dem Einzug klappt es noch nicht und so, das dauert alles noch viel länger. Aber irgendwie bereue ich das jetzt, dass wir das so gemacht haben, weil wer weiß, wie lange wir noch kinderlos sind. Und wer weiß, wie lange wir überhaupt auf dieser Erde noch sind. Und jetzt haben wir einen Urlaub im Sommer verpasst, den wir nicht gemacht haben, weil ich halt für die Wohnung sparen wollte. Und man doch immer eh nicht weiß, was so auf einen zukommt. Und ich glaube, also was mich, glaube ich, am meisten ärgert, ist, dass wir halt irgendwas Günstiges hätten machen können. Weil wir brauchen ja kein Fünf-Sterne-Hotel oder sonst was. Wir hätten ja auch campen gehen können. Aber sich irgendwas vornehmen, das ärgert mich, dass wir da nicht trotzdem was gemacht haben. Auch wenn ich Geld sparen möchte. Diese Geldsparerei, die mache ich jetzt aber auch schon, seit wir diese Wohnung gekauft haben. Und ich denke mir so, ja, ist schon schlau. Gerade wenn ich so andere YouTuber sehe, die alle pleite gehen, wo ich mir immer noch denke, wie kann man bei einem so hohen Gehalt, und das ist ja keine Lüge, das ist ja, wenn man eins über Influencer weiß, ist, dass die damit viel Geld verdienen können. Und wie kann man dann seine Finanzen nicht im Griff haben? Also ich meine, so ein Tanzverbot hat es ja schon gesagt, der hat halt, also Tanzverbot ist auch ein YouTuber und ein Streamer, der hat es ja gesagt, der hat einfach einen zu krassen Lifestyle gelebt. Ich kann es mir auch vorstellen, wenn du anfängst mit Sido zu chillen, dass du anfängst plötzlich nicht mehr in deinen Verhältnissen zu leben. Und dann hat er sich ja so Markenklamotten so gut. Und davon halte ich ja alles nichts, ne? Ich trage die Hosen, die ich mir vor 8 Jahren gekauft habe. Und mal kaufe ich mir eine neue, wenn sie im Trend ist und ich irgendwie im Trend sein möchte. Aber ich habe das ganz schnell das Gefühl, dass ich so
im Herzen noch 16 bin und bei Rewe 400 Euro verdiene und so mit meinem Geld umgehe. Außer bei Essen. Bei Essen mache ich wirklich einen Unterschied. Also ich, manchmal bereue ich es, weil manchmal gebe ich zu viel aus für dann schlechtes Essen. Und ich probiere halt immer gern Neues, aber wenn man es dann verkackt und das Restaurant nicht gut ist oder das Essen, was man bestellt hat, boah, da könnte ich mich so tot ärgern. Man muss ja nichts Krasses machen. Man muss ja nichts Teures machen. Und das vergesse ich halt so dann in meiner Urlaubsplanung. Und dann denke ich so, nee, Urlaub ist teuer. Aber Urlaub muss ja gar nicht teuer sein. Wir waren ja zum Beispiel auch in der Sächsischen Schweiz mit Timos Schwester wandern dieses Jahr. Also da waren wir schon. Aber das zähle ich halt nicht so als Urlaub, weil wir halt nicht zusammen lange weg waren. Ich glaube, wir waren da einfach nur 2 Tage. Und ja, das ist Urlaub, aber das ist kein Urlaub. Für mich ist richtig Urlaub, ist so 10 Tage abschalten, irgendwo anders sein, wo man keine alltäglichen Sachen machen kann. Und ja, das sind eigentlich basically meine Regeln für einen Urlaub. Was ich jetzt erst seit kurzem bereue, und das zählt eigentlich nicht nur für 2023, sondern auch für alle Jahre davor, dass ich nicht mehr neue Sachen gelernt habe. Seit ich vor 2 Wochen Skifahren gelernt habe, hat sich für mich eine komplett neue Welt aufgemacht. Und ich habe richtig diesen Aha-Moment gehabt, dass man mit 30 oder mit 25 oder wie auch immer noch neue Sachen lernen kann. Und für manche von euch ist es vielleicht selbstverständlich, und das versteht ihr jetzt vielleicht gar nicht, dass ich diese Erkenntnis hatte. Aber für mich war das einfach nicht mehr so richtig drin, dass man was Neues lernt. Weil auch wenn zum Beispiel, wenn es darum geht, wenn man darüber redet, nähen. So, ich habe zum Beispiel eine Nähmaschine. Und wenn jemand hört, dass ich eine Nähmaschine habe und so ein bisschen nähen kann, dann sagen die ja, nee, ich habe das in der Schule nie gelernt und meine Mutter hat es mir auch nicht beigebracht. Anstattdessen müsste man eigentlich sagen, nee, ich habe es mir noch nicht beigebracht oder ich habe es noch nicht gelernt. Aber zu erklären, warum man in der Schulzeit es nicht lernen konnte, bestärkt ja immer mehr, dass die Leute das Gefühl haben, wenn ich etwas nicht bis 18 oder bis 15 oder so gelernt habe, ja, dann ist das für mich weg, dann ist es für mich vorbei. Natürlich kannst du nicht mit 30 das Klavier lernen und plötzlich in einer, keine Ahnung, Elbphilharmonie auftreten. Das braucht bestimmt mehrere Jahre Training. Auch weil die Konkurrenz wahrscheinlich extrem hoch ist und die Leute, die das halt professionell machen wollen, fangen halt schon mit 7 an. Aber für die nächste Weihnachtsfeier werden deine Klavierskills auf jeden Fall ausreichen, die du auch noch mit 30 lernst. Oder 25 oder 45. Und ich glaube, das ist super. Ich glaube, das Hirn macht das richtig gerne, wenn man noch was Neues lernt. Ehrlich. Und so hat sich das auch angefühlt. Und jetzt denke ich mir halt über all die Sachen, die ich lernen könnte. Und es hat sich so eine komplett neue Welt eröffnet, weil ich hatte ja so Angst vor dem Skifahren und dachte so, nee, das ist nichts für mich. Und ich bin Schisser, ich mag keine Geschwindigkeit und schon gar nicht auf irgendwelchen Holzbrettern da einen Berg runterfahren. Also wer bin ich denn bitte? Und dann gab es diesen Moment und es hat mir Spaß gemacht und so Spaß, wie ich das echt nicht hätte für möglich gehalten. Mein Gott, das war fantastisch. Und dann denke ich jetzt so, oh Gott, könnte ich jetzt auch Klavier lernen? Ich mag total Klaviermusik. Darauf gehe ich richtig ab. Also ich bin ja nicht so der musikalischste Typ, aber bei Klaviermusik, da verdrücke ich immer ein Tränchen. Und wenn ich da selber Klavier lernen könnte, zack. Oder keine Ahnung, ich gehe in eine Holzwerkstatt und lerne Tischler werden. Oder ich lerne Surfen. Jetzt traue ich mir das zu. Jetzt traue ich mir alles zu. Und ich bereue es wirklich, dass ich so lange gebraucht habe, um diese Erkenntnis zu haben. Und mal aus meinem Teufelskreis des sich nichts Zutrauens und nichts Neues Lernens ausgebrochen bin. Trotzdem bin ich auch froh, dass ich das mit 30 und nicht mit 60 erkannt habe. Weil ich glaube, viele Leute haben solche Erkenntnisse auch sehr spät. Aber ich glaube, es liegt auch immer so ein bisschen daran, wie man es, also ich glaube, das liegt halt an einem selber, dass man daraus rausbricht. Ich glaube, wie die Eltern einem das vorleben, so macht man es weiter. Und meine Eltern haben mir definitiv vorgelebt, dass man keine Hobbys hat,
vielleicht so eine Sache, für die man ganz gerne mag, aber sie muss auch irgendwo von Nutzen sein und sie darf nicht einfach nur für Spaß sein. Und ich habe das dann einfach so übernommen. Und wenn man natürlich Eltern hat, die viele Hobbys haben und die das dann auch irgendwie den Kindern weitergeben, die wachsen einfach damit auf, dass man neue Sachen ausprobiert und guckt, was einem Spaß macht und so just for fun Dinge halt tut. Nummer 8. Ich bereue es, nicht mehr gelesen zu haben. Ich glaube, das ist auch so ein absoluter Standardspruch, ne? Gerade so zu Silvester rum. Ich werde mehr lesen. Ja, kommt euch das bekannt vor? Ich lese ein Buch pro Monat. Es ärgert mich jedes Mal, wenn ich dann ein Buch gelesen habe, dass ich nicht mehr lese. Erstens, Lesen ist cool. Da könnt ihr mir noch erzählen, was ihr wollt. Wenn ihr jemanden seht, der ein Buch in der Hand hat, in der Bahn zum Beispiel, statt sein Handy, man findet die Person cooler. Es ist einfach so. Oder du datest jemanden und dann gehst du zu der Person nach Hause und dann hat die da total viele Bücher und hat diese Bücher auch alle gelesen. Beeindruckend. Fantastisch. Du denkst gleich viel mehr von dieser Person als vorher. Und jedes Mal, wenn ich lese, liebe ich es. Ich denke mir, wie krass es ist, dass du in einem Buch eine ganze Welt erschaffen kannst. Und du brauchst kein CGI wie im Film. Du brauchst da keine Departments. Du brauchst keinen Regisseur, der das irgendwie auffängt. Schauspieler, die das singst. Nein, du brauchst einfach nur deine Worte. Und du kannst mit diesen Worten erschaffen, was du willst. Weil unsere Fantasie alles möglich machen kann. Der Film läuft in unserem Kopf ab und ich liebe es, wenn Bücher so gut geschrieben sind, dass wenn Charaktere oder Orte beschrieben sind, dass man einfach gleich eine komplette Vorstellung von hat. Dann sollte man sich natürlich nicht die Verfilmung anschauen, um sich die Vorstellung nicht kaputt machen zu lassen. Aber ja, das ist auf jeden Fall was, was ich mehr machen möchte. Ich habe dieses Jahr Was man von hier aus sehen kann gelesen. Das ist auch ein sehr bekanntes Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das jemand von euch kennt. Und ich bin gerade dabei, so ein Piratenbuch zu lesen, was in meinem Buch Adventskalender drin war. Die Piratin Al-Safari. Vielleicht kennt es jemand. Und falls ihr es kennt, könnt ihr mir schon mal sagen, ob ihr es gut fandet. Weil dieses Buch ist sehr dick und ich bin jetzt gerade mit Kapitel 1 fertig. Und ich hoffe, dass ich meine Zeit nicht verschwende. Weil in diesem Buch-Adventskalender war auch ein anderes Buch drin. Das habe ich auch angefangen. Und da habe ich aber nach, ich glaube, 50 Seiten gesagt, gut, ich gebe auf. Also ich wollte dem Buch eine Chance geben, aber irgendwie mit jeder Seite wurde es schlimmer. Und ich dachte, also nein. Aber dann war ich schon so 30 Seiten drin und dachte mir, komm, zieh durch. Aber nee, ich werde nicht stundenlang ein Buch lesen, wo ich schon auf den ersten 50 Seiten einschlafen könnte. Beziehungsweise nicht mal einschlafen, aber es gibt halt immer Bücher, die liest du und du merkst so, nee, diese Person will nicht mich damit ansprechen. Ich bin hier nicht die Zielgruppe. Ah ja, doch. Und dann habe ich noch ich habe noch ein Buch gelesen, wo ich nicht die Zielgruppe war. Irgend so eine Academy in Schottland. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Buch gekommen bin, aber ich hatte das dann plötzlich mir gekauft. Und dann habe ich es gelesen. Und das war ganz okay, aber das war dann über so Highschool-Mädchen oder über ein so ein Highschool-Mädchen. Und irgendwie hatte dieses Highschool-Mädchen auch immer so ein bisschen Pick-Me-Vibes. Und also ganz ehrlich, bis zu diesem Buch wusste ich nicht so richtig, was die Pick-Me-Vibes sind. Aber da hatte ich Pick-Me-Vibes. Nee, das Buch hatte übelste Pick-Me-Vibes, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Denn sie war nicht wie die anderen Mädels. Sie liebte das Joggen. Sie war halt ein bisschen alternativer. Was soll sie machen? Ich habe dieses Jahr wieder mal zu viel darauf geachtet, was andere Leute über mich denken. Es ist eine Berufskrankheit, das muss ich dazu sagen. Da könnt ihr vielleicht einige Sachen nicht nachvollziehen, beziehungsweise Gefühlslagen nicht nachvollziehen. Aber ich sage mir das immer wieder. Und Knossi ist auf keinen Fall ein Vorbild in irgendeiner Weise. Er ist mir zwar sympathisch geworden durch Seven vs. Wild, das gebe ich zu. Er ist jetzt aber von seiner Vergangenheit, auch mit diesen ganzen Casino-Streams und sowas, ist kein Vorbild. Aber in einer Sache ist er mein größtes Vorbild. Und das ist seine Selbstsicherheit. Und dass er einfach Sachen macht. Weil, ganz ehrlich, man kann sich über ihn aufregen. Oder ihn lieben. Aber wenigstens hat man Emotionen ihm gegenüber. Wisst ihr?
Wenn die Leute ihn lieben, dann ja auch aus irgendeinem Grund. Wenn die Leute was gegen ihn haben, dann ja auch aus einem Grund. Und nur weil eine Person halt Fehler macht und nicht immer super korrekt ist vielleicht, oder auch in der Vergangenheit, ich will ihm jetzt gar nichts, ich glaube jetzt, ich weiß nicht, was er jetzt sonst so macht, außer Seven vs. Wild. Aber das heißt ja nicht, dass diese Person gleich irgendwie raus sein sollte oder gecancelt werden sollte oder nie wieder eine Chance hat, sein Ding zu machen. Und ich weiß nicht, ob es die Angst vor der Cancel Culture ist oder einfach, weil ich jedem gefallen möchte und nicht damit klarkommen würde, wenn ich auch mal so ein paar Hater hätte. Aber ich wäre gerne ein bisschen freier in dem, wie ich mich gebe, beziehungsweise was ich dann auch mal ausprobieren möchte. Weil dann zum Beispiel auf so ein Monte-Event. Ich weiß, Monte ist halt sehr kritisiert. Und deswegen habe ich dann auch teilweise gedacht, ja, nee, dann, also, weißt du, ich bemühe mich da gar nicht hin, weil Monte ist ja nicht so, ja, juckt doch nicht. Dann gehe ich da halt hin, dann ist halt Monte gerade nicht irgendwie everybody's darling. Aber wenn ich da hingehen will, dann will ich da halt hingehen. Und ich würde so gerne in 2024 viel mehr einfach meine Meinung durchziehen. Nicht sich schließen vor anderen Meinungen und irgendwie total engstirnig bleiben und sagen, ja, ist mir egal, ich sehe das halt so. Offen sollte man immer bleiben, aber auch mal so ein bisschen einfach seinen eigenen Charakter durchscheinen lassen. Und ich glaube, ich tue das schon oft, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, so ein bisschen mehr würde gehen. Und ein bisschen weniger darüber nachdenken, was jetzt das absolut perfekt Korrekte ist. Ich will schon ein moralisches Vorbild sein, aber ich vermisse manchmal bei mir selber dann so eine Ecke und so eine Kante. Das macht ja meistens dann auch Leute interessant, solange man nicht irgendwelche moralischen Grenzen wirklich überschreitet. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Aber so ein bisschen, weil mit meinen Freunden und so, da rede ich manchmal ein bisschen tougher. Da sage ich manchmal auch, also, wie sage ich das jetzt, ohne dass ihr denkt, dass ich irgendwie... Da sage ich auch manchmal Sachen, die ich wirklich denke, aber nichts ansatzweise Rechtes. Also in diese Richtung geht das auch nicht. Und auch nichts Menschenverachtendes. Aber halt in was, ja, was Männer zum Beispiel angeht. Oder dann, ne, meine Meinung zu irgendwas. Ja, ich würde es halt gerne einfach ein bisschen offener teilen. Meine Gedanken und Gefühle. Und zum Beispiel hatte ich das dieses Jahr extrem gemerkt. Und ich glaube, das hat mich dann auch mega enttäuscht, weil ich das auch bei manchen Kommentaren gelesen habe, dass ich in den Adventskalender-Videos teilweise nicht hart genug war. Und das kommt daher, dass ich bei diesen Essie-Adventskalender von vor 2 Jahren oder letztes Jahr, da habe ich halt meine Meinung gesagt, wie ich das halt sehe. Und da gab es halt so viel negatives Feedback, dass zu meinen Aussagen, die ich ja so empfinde und so halt gesagt habe, dass ich nicht darüber stehen konnte und einfach sagen konnte, ja gut, dann sind wir halt verschiedener Meinung, Zuschauer XY und ich. Nee, dann ist es gleich so, oh nee, da habe ich mich falsch geäußert, weil für viele Menschen ist das ja nicht so, wie ich das gesagt habe und das ist ja dann jetzt falsch. Ich muss sowas halt auch mal aushalten können. Und ich bin mir sicher, dass nicht gleich alle die restlichen Videos für immer skippen werden und nie wieder was von mir anschauen werden, nur weil ich einmal nicht oder weil wir einmal nicht derselben Meinung waren. Ja, da versuche ich mal so ein bisschen Arsch in der Hose zu kriegen. Ne? Wir machen jetzt noch Nummer 10, dann wasche ich meine Haare aus und zeige euch vielleicht noch das Ergebnis. Ich bereue es in diesem Jahr, und Nummer 10 ist so klein im Vergleich zu allen anderen, ich bereue es so sehr, keine Weihnachtskarten verschickt zu haben. Hear me out. Ich verschicke seit Jahren Weihnachtskarten, und zwar nicht normale, die ich irgendwo gekauft habe. Nein, ich drucke selber Designs, die ich gemacht habe. Witzige Designs, Designs mit Timo zusammen. Ich habe mich letztes Jahr, glaube ich, war das, oder vorletztes Jahr, zeichnen lassen von einer Illustratorin oder Timo und mich, so am Weihnachtsbaum. Das war auch so eine mega coole Karte. Und ich habe diese Tradition geliebt. Und das Witzigste war, egal zu wem wir nach Hause gekommen sind, irgendwo haben wir unsere Weihnachtskarten an irgendeiner Pinnwand gesehen. Ob es jetzt bei Kelly war oder bei Timos Eltern, bei meiner Schwester. Jeder hatte diese Weihnachtskarten aufgehangen und aufbewahrt, weil die einfach sehr
unique waren. Und ich ärgere mich und bereue es halt extrem, dieses Jahr nicht eine verschickt zu haben, auch wenn es nur eine Weihnachtskarte ist. Ich finde, für solche Dinge muss Zeit bleiben. Man lebt in dieser schnelllebigen Welt und es geht auch gerade ja bei mir viel um Klicks und Likes und neue Ideen und hier bist du im Trend und bist du gerade noch cool und ne, hast du irgendwie, bist du eingeladen auf den Events und bist du überall und hast du Wachstum, wächst dein Kanal, wächst dein Instagram-Account, wächst dein TikTok-Account, was kannst du machen, damit der Algorithmus, so, in dieser Welt. Und da muss einfach Zeit bleiben für Dinge wie eine Tradition, eine Weihnachtskarte gemacht zu haben. Und egal wie schön Vlogmas dieses Jahr war und wie cool ich es finde, dass wir es durchziehen und wahrscheinlich auch wirklich bis zum 24. schaffen, ich hätte mir die Zeit nehmen sollen, diese Weihnachtskarte zu gestalten, weil mir das einfach wichtig war. Und es nicht irgendwelchen Erfolg dadurch gibt, es gibt keinen. Ich hätte das auch nicht mal geteilt so wirklich. Ich glaube, ich habe das die letzten Jahre ja immer so nebenbei irgendwie gezeigt. Also da ging es ja nie um Content. Da ging es einfach nur um, was mir wichtig ist. Und das habe ich verraten. Und da wird aus einer kleinen Sache wie eine Weihnachtskarte, wird da was ganz Großes. Ganz deep. Ja. Aber was soll man machen? Fehler sind da, um sie zu tun. Und gleich jetzt seht ihr das Ergebnis. Und das ist das nachher. Timo sagt, es sieht jetzt ordentlicher aus. Und ich finde auch, mir steht das Schwarz irgendwie noch ein Ticken besser. Auch wenn Braun schön ist und es jetzt wahrscheinlich nicht für euch so ein Riesenunterschied ist, finde ich schon, das gefällt mir. Schön für die Holidays, mache ich jetzt ein bisschen auf Schneewittchen. Und vergesst auf jeden Fall nicht das Gewinnspiel. Hier habe ich nochmal die Tickets. Ich muss aber das verdecken, wo ihr hier luschern könntet. Also, diese Tickets könnt ihr jetzt auf Instagram gewinnen. Macht schnell mit, denn das Gewinnspiel ist nur 24 Stunden da, weil ich halt die Tickets schnell noch verschicken möchte. Also, das Deichbrand-Festival vom 18. bis zum 21. Juli 2024. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Und ich gehe jetzt Yoga machen. Das seht ihr dann morgen.